Ein fröhliches Hallo zu diesem Video. Ich mag ja das Design dieser Haushaltsgeräte, so 50er Jahre mäßig, im Retro-Stil. Und die 50er Jahre, das ist ja gar nicht lange her, und aus der Werbung, finde ich, von damals ist das so vertraut, das Rollenbild der 50er Jahre. Die Frau macht den Haushalt, ist natürlich nur zu Hause und kümmert sich um die Kinder, und wenn der Mann nach Hause kommt, abends müde, stehen die Pantoffeln bereit. Die Frau sieht sehr adrett aus. Auch die Kinder sehen natürlich gut aus und sitzen artig am Tisch. Es gibt was Leckeres zu essen und die Frau hört aufmerksam zu, was der Mann von der Arbeit erzählt, und interessiert sich nur für ihn. Für sich will sie gar nichts. Und die Caroline Kebekus sagt ja, es gibt ein Video dazu, das verlinke ich unter diesem Video, dass auch die Werbung im Prinzip die Frauen jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an den Herd bringen sollte. Also dass es gar nicht ohne Hintergedanke so gemacht wurde. Was mir jedenfalls immer wieder klar wird dadurch, dass die 50er Jahre sind einfach nicht lange her, und ich glaube, uns steckt das allen noch in den Knochen, wie das eben früher war und was jetzt natürlich auch immer noch als traditionell gesehen wird. Und ich glaube halt, dass es total wichtig ist, auch immer wieder sich bewusst zu machen, mit von was bin ich geprägt und wie will ich es eigentlich selber machen. Weil seine Werte kann man ja nur aus dem Bewussten herausleben. Und also Werte sowas wie Freiheit, dass man eben die eigenen Entscheidungen trifft, respektvoller Umgang oder wirkliche Liebe in der Beziehung. Das geht, glaube ich, nur, wenn man immer wieder bewusst entscheidet, wie man das machen möchte und was für einen eine Rolle bedeutet. Und wie man das ausfüllen möchte, Vater zu sein oder Mutter zu sein. Für mich war immer klar, dass ich erst ein Kind bekommen möchte und dann heiraten. Und so haben wir das auch gemacht. Hat sich auch total gut für mich angefühlt. Ich habe das Video gemacht, weil ich gefragt wurde dazu, ob ich eins machen kann dazu. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht Angst hatte vor Abhängigkeit. Und es war so, also ich hatte Angst davor, finanziell abhängig zu sein, und habe deswegen dann auch echt gespart, damit ich eben Geld habe. Weil für mich bedeutet tatsächlich Geld auch einfach Freiheit. Hat sich auch gut angefühlt, und dann hatte ich ja noch im ersten Jahr Elternzeit Geld bekommen. Das heißt, es war so ein sanfter Übergang, und auch erst durchs zweite Kind war das dann eben auch so konkret, dass es eben auch so eine lange Zeit ist, die ich daheim sein will. Wir haben das so besprochen und bewusst so entschlossen. Ich finde alle Formen gut, also dass nur die Frau daheim ist oder nur der Mann. Super finde ich auch, wenn man sich's abwechseln kann. Was für mich klar war, ist, dass ich nach der Geburt auf jeden Fall eine Weile für das Baby da sein möchte, weil es ja an mich schon gebunden ist. Also die Bindung ist ja schon auf mich, dass ich stillen möchte, und das braucht halt Zeit. Und das finde ich auch wichtig, sich das klar zu machen, selbst wenn man sehr gerne arbeitet, was ich auch tue. Also ich arbeite wirklich sehr gerne und gibt viele Sachen, die ich sehr gerne mache. Das ist trotzdem, die Zeit geht so schnell rum mit so einem Säugling. Und die erste Zeit dann wirklich für das Baby da sein zu können, finde ich schon wichtig fürs Baby. Aber kann auch sein, dass es für einen selber plötzlich wichtiger ist, als man das vorher dachte. Das finde ich einen großen Unterschied zwischen Mutter und Vater. Den großen Unterschied des Stillen und dass das Baby eben schon mit der Mutter so vertraut und so verbunden ist. Und diese Verbindung, dass wenn der Vater zum Beispiel dann zu Hause bleibt, dass es ein langsamer, fließender Übergang ist. Das denke ich, dass ich... war für mich auch wichtig. Und durch meinen bewussten Umgang damit hatten wir da schon auch so Sachen, weil genau, mein Mann ist schon eher klassisch erzogen auch. Das heißt, wenn ich dann gekocht habe, weil, oder das Essen schon vorbereitet habe, gekocht habe, also für mich war dann, da habe ich ihm dann auch gesagt, für mich ist es so, also wenn er nicht sich darüber freut, dass ich koche, wenn das für ihn selbstverständlich ist, dann mache ich es einfach nicht. Dann muss er sich selber kochen. Weil ein Kind, also das, was ich sonst auch gemacht habe den ganzen Tag, und das kennst du ja auch als Vater und Mutter, das ist, erfüllt einen gut aus. Also man ist ja gut beschäftigt. Das heißt nicht, ich habe nicht das Gefühl, ich müsste jetzt auch noch den ganzen Haushalt alleine schmeißen, um genug getan zu haben. Und das finde ich zum Beispiel einfach schon mal einen wichtigen Standpunkt, sich das klar zu machen, dass man das eben durchaus nicht können muss oder nicht schaffen muss oder sowas, dass das nicht der Standard sein braucht. Und ja, das finde ich so wichtig für uns Mütter, dass wir das selber wertschätzen, was wir da machen, oder für die Hausväter auch, das wirklich selber wertzuschätzen. Und das finde ich aber auch so wichtig, dass beide
mal gearbeitet haben, was ja zum Glück heutzutage total normal ist. Weil wie soll man das wertschätzen, was der andere tut, wenn man es nie getan hat? Und das finde ich auch so gut, dass mein Mann eben auch die Elternzeit genommen hat. Also er hat das ja so gemacht, dass er dann ein Jahr lang jeden Donnerstag frei hat, auch gerade wieder oder hatte, statt 2 Monate am Stück. Und ich ihm auch die Möglichkeit gebe, eben zu erleben, wie ist das mit Kind oder mit 2 Kindern und trotzdem, also gleichzeitig einen Haushalt zu machen, zum Beispiel, dass er voll weiß, was das bedeutet. Und das Schöne ist, er bewundert mich wirklich dafür, wie ich das schaffe. Also er sagt mir das auch immer wieder und tut total wertschätzen, was ich tue. Ich tue ihn wiederum total wertschätzen, was er tut und weiß, wie das ist, abends nach so einem Tag nach Hause zu kommen. Selbst wenn man noch frisch aussieht, dass es innerlich eben manchmal auch ganz anders aussieht, dass man noch... ja, erschöpft ist und einen Sachen beschäftigen zum Beispiel. Lustig finde ich ja auch, wenn man dann so Gespräche hat. Also eine Mutter hat zum Beispiel dann mal erzählt, ja, ihr Mann, der isst so gerne Soße zum Essen, ob wir eine Idee hätten, wie sie das machen soll, weil sie, also sie braucht es für sich nicht und ihr fällt auch immer gar nicht so ein, was sie da kochen könnte. Wo halt mein erster Gedanke war, also es wirkte halt auf mich so, dass sie sich da irgendwie dazu verpflichtet fühlt, ihm das dann zu kochen. Ja, dann soll er sich es halt selber kochen oder eine kaufen oder so. Und mein Mann ist zum Glück da auch so, dass er auch ja, für eine Gleichberechtigung ist. Und Gleichberechtigung heißt ja nicht, dass es gleich sein muss, sondern dass man die gleichen Rechte hat. Als wir zu einer Hochzeit eingeladen waren, gab es eine WhatsApp-Gruppe nur für Frauen, was man zu essen mitbringt. Und ich bin dann halt zu meinem Mann, das waren ja Freunde von ihm, und habe gesagt, ja, was er da zu essen mitbringen möchte. Und dann habe ich eben in die Gruppe geschrieben, mein Mann macht so Tomate-Mozzarella-Sticks, weil ja, das finden wir zum Beispiel jetzt nicht zeitgemäß zu sagen, in so eine Gruppe kommen nur Frauen. Aber ja, kann man natürlich auch so machen. Eine interessante Frage finde ich auch, wieso hat es eigentlich geklappt, dass mein Mann, der eher sehr klassisch erzogen wurde, das geschafft hat, jetzt in den letzten Jahren da so offen zu werden und so flexibel auch. Und ich glaube, das lag daran, dass ich zum einen habe ich so eine Tendenz an ihm beobachtet, die ich auch bei anderen Männern beobachtet habe, nämlich zu warten, bis man gesagt kriegt, das soll man jetzt noch machen. Also, und selbst wenn man es gesagt kriegt, dass man es dann erstmal nicht macht, erst beim dritten Mal oder sowas. Und das hat er dann eine Weile und hat es abgelegt, glaube ich, als unsere ältere Tochter ungefähr 2 war. Und seitdem ist das nicht mehr so. Also er ist wirklich so, wie ich mir das immer gewünscht habe. Also er sieht die Arbeit und er macht sie. Und zwar alles mal. Also wir haben ganz wenig Sachen, die wirklich fest verteilt sind. Außer, dass er zum Beispiel die Mülltonnen rausstellt oder sowas, was wirklich quasi nur der eine macht oder nur der andere, gibt es ganz arg wenig. Und das finde ich auch toll, weil wie soll man es wertschätzen, auch wieder da, wenn man überhaupt nicht weiß, in was für einen Umfang das hat, diese Aufgabe auszufüllen oder was das für eine Überwindung kostet oder so. Mülleimer leeren macht jetzt halt nicht so arg Spaß. Was mir halt wichtig war, und Respekt, das finde ich ja auch einen wichtigen Wert, dass ich eben da nicht gemotzt habe, als es so war, als er die Sachen nicht gesehen habe, sondern dass ich gesagt habe, du guck mal, ich sehe, dass du so und so damit umgehst, und mir ist das aber total wichtig. Also für mich bedeutet Respekt auch, dass du das nicht mal erst machst, wenn ich das zum dritten Mal sage. Und ich habe ihm auch immer wieder gesagt, was das für mich, also was das in mir auslöst, wenn er da wartet. Aber ich habe ihn nicht angemotzt, also zumindest ganz selten. Und wenn dann so, ich muss mal sagen, nur, dass er merkt, da ist ein Frust in mir, aber ich habe ihn nicht runtergemacht oder so. Das finde ich nämlich total wichtig, dass man nicht über so Erniedrigung streitet sozusagen. Also, dass man nicht den anderen herabsetzt, wenn man streitet. Weil man kann ja auch schimpfen, einfach den eigenen Frust rausschimpfen und nicht den anderen damit irgendwie kleiner machen wollen oder verletzen wollen. Genau, auch nicht durch Verletzung, sondern einfach, ich habe es ihm immer wieder gesagt, ich glaube, das ist so das Zaubermittel. Gleich zu sagen, was einen plagt, und das möglichst respektvoll. Ich habe da auch ein Video dazu gemacht. Ich blende es mal ein. Natürlich haben wir auch uns ab und zu zusammengesetzt. Also gerade beim Heiraten haben wir uns zusammengesetzt. Wir haben keinen Ehevertrag oder so. Ich weiß auch tatsächlich nicht besonders viel, was das bedeutet. Über die Ehe selber weiß ich doch einiges, weil ich ein Buch gelesen habe, und zwar heißt es Das Ja-Wort von Elizabeth Gilbert, was ich wirklich sehr empfehlen kann, wenn man sich mit der Ehe näher beschäftigen möchte. Und es macht eine Weite, weil man ja so ein festgefahrenes Bild hat, auch was Ehe bedeutet. Und seitdem bin ich auch, ich mag die Ehe, sagen wir mal so. Ja,
Trotzdem war es mir natürlich wichtig, dass wir eine Gleichstellung haben, was die Altersvorsorge angeht. Also wir haben beide eine zusätzliche, dass das aber auch gerecht gezahlt wird. Und was die Rente angeht, wobei das ja heutzutage schon besser ist in der Elternzeit auf jeden Fall. Aber dass das da gleich ist. Was jetzt irgendwelche Sorgen, ich mache mir keine Sorgen, was mein Arbeitsmarktwert oder so angeht. Also ich arbeite wirklich unglaublich gerne und das auch in total vielen Bereichen. Und in dem, was mich interessiert, tue ich mich sowieso fortbilden, mir immer Sachen angucken, einfach weil es mich halt wahnsinnig interessiert. Und da habe ich überhaupt keine Sorgen. Ich kriege immer wieder rückgemeldet, dass ich sehr gut auf mich aufpassen kann. Und das glaube ich auch. Ich glaube, das liegt eben tatsächlich daran, dass ich mich bewusst damit beschäftigt habe, was bedeutet es für mich, zum Beispiel eben eine Mutter zu sein. Weil eine Rolle bedeutet ja immer, dass es Vorurteile sind oder dass man etwas darüber glaubt, was das bedeutet. Und man ist ja nicht nur Mutter, man ist ja noch Tochter und Schwester und Nachbarin. Und es gibt so viele Rollen, die man gleichzeitig innehat und mit denen man jongliert. Und alles, was dieses Muttersein bedeutet, und ich merke das manchmal, dass das Muttersein, also man sollte irgendwie fröhlich gucken, man sollte zwar irgendwie adrett sein, aber auch nicht zu schick, sonst ist man vielleicht auch wieder zu oberflächlich und so Sachen. Also das ist schon, was ich denke, was eine Mutter sein sollte, dass ich schon immer wieder merke, dass ich da an eine Grenze komme, die ich dann bewusst überwinden möchte, weil ich nicht da drin gefangen sein möchte, irgendwie. Ja, was auszufüllen, was dann immer weniger ich bin. Also ich bin unglaublich gerne Mutter. Ich glaube, ich bin das sogar am liebsten, was ich jetzt bis jetzt an Berufen hatte, mache ich es am allerliebsten, wobei das auch daran liegt, dass ich immer besser darin werde, das Leben einfach wirklich zu genießen. Und was ich am Muttersein besonders genieße, ist meine eigene Liebe zu spüren. Also meine Liebe, also ich fühle sie quasi fließen, wie sie zu meinen Kindern hinfließt oder zu meinem Mann oder zu dem, was ich gerade tue. Und diese fließende Liebe, das ist, glaube ich, was mich tatsächlich glücklich macht. Und Muttersein bedeutet für mich aber eben in allen Bereichen ganz auch viel zu lernen, weil ich ja wieder viele neue Sachen mache. Es bedeutet für mich aber auch sowas wie Selbsttherapie, weil ich ja ständig auch mit meiner eigenen Geschichte konfrontiert bin, wieder mit dem, wie haben es meine Eltern gemacht. Es bedeutet für mich die absolute Persönlichkeitsentwicklung, weil ich noch nie vorher so an meine emotionalen Grenzen gekommen bin, wie durch das Muttersein. Und ich habe ja mit Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen gearbeitet, die vorher oft in der Psychiatrie waren oder so. Und das ist für mich nichts im Vergleich dazu, Kinder zu haben. Das bedeutet für mich aber auch Energie, also man kann ja auch sagen, Energie ins Feld setzen. Manche spirituell Interessierte wissen sicher, was ich meine. Also man kann das so sagen, so wie ich drauf bin oder wie ich mich verhalte oder so, wirke ich auf andere und wirke auf die Welt. Also die Wirkung geht ja immer weiter. Wie man ja auch sagt, die fünf Personen im eigenen Umfeld, wie stark die auf einen wirken. Aber ich bin ja auch für andere einer von diesen Personen. Und das finde ich auch eine wichtige Aufgabe. Wie wirke ich einfach so, wie ich so vor mich hin lebe, in die Welt? Witzig ist ja, na, vielleicht ist es auch nicht witzig, aber jedenfalls habe ich den absoluten Eindruck, Muttersein zählt einfach mal gar nichts. Und ich glaube, mir ging das vorher auch so, als ich es noch nicht war, weil ich nicht wusste, was das ist. Jedenfalls, wenn ich mit Freundinnen aus war und dann wurden wir gefragt, so, was machst du beruflich? Habe ich halt gesagt, ja, ich bin Mutter und Hausfrau. Und dann, das war wirklich zweimal so, hat eine Freundin, die neben mir saß, dann gesagt, ja, aber die Lotte, die ist ja auch noch Sport- und Gymnastiklehrerin und Jugend- und Heimerzieherin und ist auch noch Coach und so. Und dann habe ich halt danach gesagt zu ihr, also hättest du wegen mir nicht sagen müssen. Und genau, ich habe dann auch verbessert und habe gesagt, nee, ich bin aber gerade, also gerade bin ich Mutter und Hausfrau. Und es ist einfach, ich habe so den Eindruck, es zählt einfach mal nichts. Also es ist Erzieherin, ist ja ähnlich, man hat auch mit Kindern zu tun, ist dann wieder total, also ist wieder prima, weil es so wieder ein Beruf ist, aber einfach nur Mutter sein oder einfach nur Vater sein, das ist so, ja, als würde man eigentlich sowas absolut Bedeutungsloses tun. Und das erlebe ich jetzt in der Realität nicht so. Also ich erlebe es als absolut bedeutungsvoll, als absolut weltverändernd. Also man prägt ja Menschen, also vor allem die Kinder natürlich. Also man prägt so viele Menschen gleichzeitig und so intensiv die eigenen Kinder.
Es ist so eine unglaubliche Chance, sich zu entwickeln. Und es sind ja so wenige Jahre, die man nicht sowieso dann noch was anderes arbeitet. Also es ist wirklich ein Phänomen für mich, wie wenig das gesehen wird. Und ich möchte auf jeden Fall meinen Teil dazu beitragen, das zu verändern, dass wir alle viel mehr Respekt und Hochachtung für Eltern haben. Per se finde ich, dass Eltern echt Helden sind. Wenn es um die Rollen geht, ist es ja auch schon wichtig, bin ich eine Frau oder bin ich ein Mann und was bedeutet es für mich, das zu sein? Und für mich ist es so, dass ich das bin und es hat erstmal keine Voraussetzung. Ich bin das ja eh. Also mir geht es auch so bei Männern, erlebe ich das eher oder intensiver, dass sie denken, sie müssten irgendwas tun, um Mann zu sein. Wo ich immer denke, nee, du bist es doch schon. Ist doch in Ordnung. Was auch immer jetzt das bedeutet, das ergibt sich doch, das kann man ja entdecken. Das ist ja das Spannende. Zum Beispiel kenne ich jetzt vier Männer, die sehr gerne Kuchen backen. Ich denke mal, du kennst vielleicht nicht vier Männer sogar, die das gerne machen. Und ich finde nicht, dass das unmännlich ist oder so. Ich finde, das, was männlich und weiblich ist, das ist eher wie so ein Zauber, weil wenn man es dann zum Beispiel nicht ist, wenn man weniger männlich ist gerade oder weniger ich weniger weiblich bin, unterstreiche ich dich damit ja woanders wieder meine Weiblichkeit. Für mich ist es eher was, ja, was wie so ein Geschenk ist, was man erst noch so nach und nach auspackt. Und ich selber bin nur mit Frauen großgewachsen, also mit meiner Mutter und meiner Schwester und ohne meinen Vater, beziehungsweise wir haben den halt nicht, der hat nicht bei uns gewohnt und ich bin so ein Stück weit in diese Vaterrolle reingegangen oder also meine Schwester meint, dass ich sie miterzogen hätte und ich war auch die Person bei uns, die die Sachen repariert hat, die die schweren Sachen getragen hat oder so und das bringt mir auch viel. Also ich habe auch viel auf Baustellen gearbeitet oder in der Landwirtschaft, habe sehr viel eigenes Werkzeug und kann gut Sachen reparieren. Und was auch auf den Baustellen, durch die Baustellen, wo ich ja meistens die einzige Frau war oder mit meiner Schwester zusammen, wenn wir dort beide gejobbt haben, halt als Jugendliche zum Beispiel, habe ich auch ein sehr positives Männerbild. Auch durch meine Ex-Freunde habe ich ein sehr positives Männerbild. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Also, das glaube ich, ist viel wert und hilft mir sehr, Männer auch immer wieder, also noch tiefer verstehen zu wollen. Von der Tendenz her glaube ich, dass Frauen die emotionale Leitung, Führung haben in der Familie und die Männer eher das aushalten und weiter, weiß nicht, auch was an sich vorbeiziehen lassen. Das ist so stoische Weitermachen. Und das hat halt eben beides seine Vor- und Nachteile, weil wenn man die emotionale Führung nicht bewusst übernimmt oder sich dem nicht gewachsen fühlt, hat das natürlich eine Bedeutung für die Familie, aber ich glaube, dass es eben auch immer getauscht werden kann. Also ich würde jetzt niemand auf irgendwas festlegen und auch wenn man sein Geschlecht nicht behalten will oder wie auch immer, ich kann da mit allem mit, wenn ich denke, es ist so, ja, dass man das aus dem Herzen raus entwickelt, was für einen stimmig ist. Und aus dem Herzen raus heißt für mich immer, dass man eben die eigenen Werte lebt. Und die eigenen Werte bedeuten für mich immer, dass man darauf achtet, dass es für mich in Ordnung ist, so, dass es für mich gut ist, dass es für den anderen gut ist und für die Welt, weil erst dann ist es ja übergeordnet. Was eben immer den Werten widerspricht, finde ich, wenn man gefallen möchte, wenn man angepasst ist. Also das heißt eben 50er Jahre mäßig, ich räume nicht auf für Besuch, wenn ich nicht jetzt absolut Lust dazu habe, sondern ich überprüfe das in mir, fühle ich mich jetzt dazu verpflichtet oder auch. Meine Schwiegermutter ist ganz arg viel bei uns. Ich würde jetzt nicht dafür aufräumen und habe es nicht auch nicht am Anfang gemacht, dass sie irgendwie einen guten Eindruck von mir hat. Oder die ist natürlich auch oft bei uns mit. Auch da versuche ich sie überhaupt nicht zu beeindrucken. Die war das gar nicht gewöhnt. Die Ernährung, glaube ich, bei uns, also so ganz viel Gemüse gibt es ja bei uns und ganz alles Vollkorn und sowas. Und ich glaube, das war für sie erst schon komisch, aber jetzt isst sie das total gern und ist es voll gewöhnt. Und so geht es ja auch. Also ich brauche ja nicht in vorauseilendem Gehorsam zu erfühlen, was jetzt andere brauchen. Wenn, dann frage ich sie oder sie sagen es mir. Und das finde ich sehr wichtig, das bewusst zu machen. Da kann man eben auch viel Energie sparen, dass man sich nicht aus. Also, wie sagt man, nicht ständig über die eigenen Grenzen geht oder so, weil eben das Elternsein ist doch anstrengend genug. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass jeder, egal ob Mann oder Frau,
was Eigenes hat. Das kann natürlich, könnte das auch der Beruf sein, aber ich glaube, dass es immer auch Sinn macht, dass es nicht der Beruf ist. Und ich meine damit nicht mal ein Hobby, sondern wirklich so eine Passion halt. Was, wo man, was einen glücklich macht und erfüllt. Man kann es auch vielleicht auch Hobby nennen, aber für mich ist der Begriff so klein sozusagen. Und so ist das jetzt eben für mich mit dem Videos machen, was ich damit, also wo ich mich selber total entwickeln kann daran und immer mir sehr viel Sachen bewusst werde, wie das ja auch durchs Gespräch wäre. Also ich lerne dadurch total viel und ich mache es total gerne und es erfüllt mich. Und sowas, finde ich, braucht jeder. Und wer jetzt sagt, er hat nicht genug Zeit beim Elternsein, also weil er Eltern ist, das kann ich natürlich absolut verstehen. Gleichzeitig glaube ich, dann wäre es gut, mehr Oma, mehr Tante oder so, dass man irgendwie noch Unterstützung bekommt, dass man sich zumindest ein kleines Zeitfenster nehmen kann. Und ich finde, das fällt total schwer. Und da merke ich auch immer noch, dass ich wie so ein Riesenpflichtgefühl habe, was mich manchmal wie erdrückt. Ich müsste immer noch mehr, noch mehr, noch mehr tun, weil die 50er Jahre Frau das ja auch geschafft hat, so ungefähr. Weil ich zum Beispiel Donnerstag morgens ins Café sitze und schreibe. Und das liebe ich, weil ich brauche ja Kontraste. Also Ruhe, also so für mich, keiner quatscht mich an und ich kann mich mit Sachen beschäftigen, schreibe, mache mir bewusst Gedanken. Und das fällt mir echt manchmal total schwer, mich da raus, also mir das zu erlauben, ich darf jetzt gehen, so nach dem Motto, habe ich jetzt schon genug getan oder so. Und das, glaube ich, hängt auch eben mit diesen Rollenklischees zusammen, was ich noch in mir drin habe. Und das möchte ich bewusst überwinden. Mir ist es wichtig, dass jeder das machen darf, wie er möchte. Also, dass es aber eben eine gleiche Rechte gibt. Ich möchte auch gerne, dass Männer und Frauen gleich viel Geld verdienen. Und ich möchte, dass sie die gleichen Möglichkeiten haben. Sie können es dann trotzdem für sich individuell nutzen, weil Männer und Frauen sind nicht gleich. Und ich finde auch, mir fehlt in der Gesellschaft eher fast auch noch sowas wie, ja, wo man einfach mal reine Frauenenergie tankt oder so. Sowas gibt es ja auch, so Frauentanzkreise oder sowas. Ich war da noch nicht, aber ich kann das. Ah, doch, ich hatte sowas mal, sowas Frauenmäßiges auch, so eine Frauengruppe. Und es ist so eine schöne Energie. Also, dass man das auch nicht aus den Augen verliert, aber auch bitte, bitte diese Gleichberechtigung auch für uns in uns selbst und die Wertschätzung für das, was wir leisten als Eltern. Das ist mir ein totales Anliegen. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Video.